So, jetzt zoomen wir hier wieder ran. Versuchen wir ganz schon ganz genau reinzukommen hier. Ah, jetzt warten wir hin. Jetzt korrigieren wir hier noch mal ein bisschen auf unser Target. Und dann warten wir noch mal kurz. So. Close Alarm. Und unser Burn beginnt. Gehen wir wieder raus. Auch wenn es jetzt ein bisschen ruckelt. Lass es ruckeln. Und wir brennen jetzt quasi... Wir brennen jetzt etwas früher, als eigentlich gedacht ist. Der Moon befindet sich... da ungefähr. Und wir brennen in Anführungsstrichen komisch, weil wir nur einen Vorbeiflug machen. Einen möglichst günstigen Vorbeiflug. Und ihr habt gesehen, den Orbit, der dann daraus um die Erde hervorgeht, ist extrem groß. Und das ist ja auch genau das, was ich will, damit wir mit möglichst wenig Energie wieder zur Erde zurückkommen. Man kann sich aber als Faustformel quasi merken, wenn der Mond aufgeht, muss man anfangen zu beschleunigen. Es vergeht jetzt auch nicht viel Zeit und ihr werdet jetzt gleich sehen, ich zoome mal ein bisschen raus. Naja, so weit kann ich wahrscheinlich gar nicht rauszoomen. Ich zeige es euch gleich nochmal in der Kartenansicht. Ich drehe unsere Rakete mal komplett mit den Solarzellen schön zur Sonne. Wir hier auch wieder Energie kriegen. Hier machen wir nochmal Vessel rein, damit wir hier sehen, was denn. Jo, hier oben hat das, ich wollte schon sagen, habe hier unten gesucht. 700 haben wir noch. Brauchen noch 100, also noch knapp 200. Das haut auf jeden Fall hin. Warten wir noch ein bisschen. Bis die Note näher gekommen ist, korrigieren nochmal. Da seht ihr den Mond. Also wenn der aufgeht und man beschleunigt, kommt man auf jeden Fall hin. Also da kriegt man auf jeden Fall einen Counter. Könnt ihr ja mal ganz blind probieren. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Machen wir unsere Alarmglocke hier mal wieder aus. Den können wir ausmachen. Blenden wir den auch komplett aus. So, jetzt gehen wir mal raus. Entfernen hier unsere Manöver-Node. Und jetzt sehen wir unsere neue Flugbahn. Und wir haben ein Kerbin Escape. Das heißt, wir müssen hier hinten auf jeden Fall nochmal korrigieren. Wir gucken mal beim Moon. Wir haben nämlich hier auch ein Problem, weil wir haben einen Kollaps quasi. Also wir würden, wenn wir so weiterfliegen, in den Moon reinstürzen. Das ist halt, weil wir das Manöver nicht zu 100.000% genau ausgeführt haben. Und ich mache jetzt hier nochmal ein Manöver, gucke, ob wir das hier billig ausgleichen können schon. So kriegen wir nichts hin. Ich denke auch mal, wir müssen hier noch ein bisschen Zunder geben oder verlangsamen müssen wir. Upp. Na, machen wir es gleich weg. Verlangsamen hier also noch ein bisschen. So. 29.000. Ziehe ich noch ein bisschen in die Richtung, damit wir...
damit wir wieder in den Orbit kommen. Jetzt gucken wir mal hier hinten. Nee, also sobald wir in den Bereich von Körben kommen, teleportiert er uns raus. Wir machen also erstmal nur dieses Beschleunigungsmanöver und sehen später zu, dass wir wieder abbremsen. Na, jetzt kriege ich die Manövernaut nicht weg. So, wir haben jetzt aber genug Zeit, dass wir hier ein bisschen rumspielen können. Wir wollen den Vorbeiflug und sagen wir mal, der Vorbeiflug ist hier vorbei. Wie viel Energie brauchen wir jetzt, um von hier aus nach Kerbin zurückzukommen? Also ihr seht, das ist unser Flug. Wir kämen also auf jeden Fall wieder zu Kerbin zurück, aber wo Kerbin dann ist, ist natürlich die Frage. So, und da wir kein Escape mehr wollen, gucken wir, wie viel müsste ich hier verlangsamen. Ich guck mal von hier von oben drauf. Wie viel müsste ich hier verlangsamen? Sehr, sehr viel. 123. Muss ich es doch nochmal einschalten, weil ich nicht mehr genau weiß, was wir drin haben. 600. Okay, könnten wir das dann hier oben? Was? Nein, ich will an der Manövernaut hier hinten ziehen. So. Delta V 151. Also es ist auf. Wir schaffen das auf jeden Fall. Schaffen das auf jeden Fall. Jetzt probiere ich noch einmal hier vorne. Ob wir das nicht so toll hinkriegen noch. Wie eben. Mal hier nämlich irgendwo jetzt mal Manöver Note machen. Alter, was will der von mir? Ach, der wohnt es gar nicht mehr als Target. Ich gehe mal kurz raus und ich kann keine Manöver Note setzen, wieso auch immer. So, wir machen jetzt aber erstmal ein bisschen Science. Crew Report? Ah, sehen wir hier. Senden. Noch ein Crew Report, brauchen wir nicht. Mystery Goose. Ja, sicher. Transmitting. Jetzt können wir die nicht mehr benutzen, deswegen also inoperable after transmitting. Hier auch inoperable after transmitting. Also wir können das nicht mehr benutzen, wenn wir einmal übertragen haben. Was ist das denn für ein Mist? Können wir das mit ihm reparieren hier? Wir machen jetzt auf jeden Fall mal ein EVA. Allein schon, weil wir einen EVA-Report machen wollen. So. Wir lassen jetzt mal los. Nee. Also wir können, ich kann hier klicken, wie ich will. Nichts machen. Das ist natürlich blöd. Mal wieder ein bisschen Grab Board. Jetzt haben wir hier Restore Data, die übertragen wir natürlich.
Ist natürlich blöd. Das ist richtig blöd, dass die nicht funktionieren danach. Weil, wieso sollte ich die dann übertragen? Versteht ihr, was ich meine? Weil die kann ich dann gleich über Keep Data zurückbringen. Also den machen wir auch mal auf jeden Fall Reset. High over Kerbin, jetzt kriegen wir schon nochmal irgendwann Reset. Machen wir zu. Ist natürlich kein Mystery Goo, wenn wir am Mond ankommen. Na gut, macht nix. Wir haben das Ding, das bringt uns eher am meisten. So. Jetzt machen wir erstmal das Manöver. Nee, das ist eine ganz blöde Idee. Wenn nur. Mal hier. So kriegen wir es nämlich in einem Zug hin. Sind zwar 198. Aber macht nix, macht nix. Das müsste jetzt ein Süd. Nee, er muss hier unten irgendwo sein. Ja. Also die blauen sind hier und auf der anderen Seite. Nord-Süd sind die lilanen und 90 und 180 sind die Grünen hier. Schon mal genau drauf. Wo haben wir unsere tolle Alarmglocke? Wo ist sie? Ich sehe dich nicht. Mag sie gerade nicht. Will nicht aufgehen. Frech. Also muss ich echt mal sagen, das ist echt frech. Sie will nicht. Naja, macht nichts. Warpen wir per Hand. So. Warpen wir dahin. Jetzt gucken wir mal. Hier auswirken, dass sie auf den Perapsis hat. Oh, genau andere Richtung. Wollen wir mal hier hinten hin? Hier. Mal. Ah ja. Ah, 17, das ist doch herrlichst. Herrlichst ist das. So. Meine Damen und Herren, denn wir sind auf dem Weg zum Mond. So. Crewport können wir vergessen. Mystery Goo geht echt nicht mehr. Also da muss ich echt mal gucken, ob das so gewollt ist. Was ist denn die Sonne eigentlich? Ach, wir haben den Mond in der Sonnenfinsternis. Interessant. Muss ich echt mal gucken, ob das gewollt ist, weil ich das gerade nicht so wirklich verstehe. Weil ich würde das jetzt niemals übertragen, dann ist das mit 5 Science das Ding nicht mehr im Arsch. So wie ich das verstehe. Weil die beiden Dinger, die sind. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich noch 10 dran bauen. So gefühlt. Mal Licht. Wo haben wir die Antennen? Da.
Oder sind die Antennen dafür zu schlecht? Brauchen wir dafür bessere Antennen? Das könnte ich mir aber jetzt so weiter nicht erklären. Naja, puh. Stand im Patch Notes nichts drüber drin. Wir werden es hoffentlich irgendwann rausfinden. So, und jetzt warpen wir mal Richtung Mond. Drehen uns mal ein bisschen. Ach, wir können uns ja nicht drehen, während wir warpen. Boah. Ja, wir sind jetzt so weit, dass wir bei voller Geschwindigkeit warpen können. Wir drehen uns nämlich jetzt mal vernünftig zur Sonne. War so. Ihr seht hier das schön beleuchtet. Drehen haben wir uns super zur Sonne gedreht. Und jetzt warpen, wo ist denn der Mond da? Warpen wir mal ein bisschen fixer Richtung Mond. Gehen nochmal eine Warp-Geschwindigkeit hoch. Da seht ihr, das Ganze geht etwas schneller. Aber ich gehe mal runter und in die Kartensicht, damit ich sehe, wann wir in die Anziehungskraft des Mondes eintreten. Das, weil das genau hier. Hier ist der Mond jetzt. So, mal einen ganz kurz hoch. Wir gucken uns jetzt schon mal den Mond an und gucken nochmal, ob wir einen Crew-Report machen können. Nee. Ihr seht schon, da ist der Mond, der kommt jetzt ganz schön nah. Gehen wir wieder in die Kartenansicht. Warpen etwas weiter. Ich will hier nicht so schnell eintreten, weil hier berechnet er, dann gibt es sehr viele Berechnungen. Weil auch wenn man relativ schnell langsam rechnen hat, dann ist man auf einmal statt hier schon am Mond vorbei. Das hatte ich auch schon mal. Deswegen warpen wir da jetzt langsam ran. Jetzt kommen wir gleich in die verlassen wir die Anziehungskraft von Kerbin und kommen in die Anziehungskraft des Moon. So, und Übergang. Da haben wir unseren Vorbeiflug. Und der euch jetzt fragt, wieso ist das da? Und da geht es ja gar nicht weiter. Der Mond bewegt sich natürlich hier auf dieser Bahn weiter und das wird irgendwann dann hier genau auf der Linie sein. So, jetzt könnten wir natürlich in den Orbit gehen. Wie haben wir eigentlich Vessel? 423. Naja, das. Ich gucke mal, wie viel das verbraucht. Nee, das ist mir zu riskant. Also wir könnten einen hohen Moon Orbit jetzt nehmen, aber das ist mir für die Mission zu riskant. Gehen dafür jetzt raus. Da ist der Moon. Ist auch immer noch nicht irgendwie in der Nähe vom Moon oder so, ne? Crew Report, doch! While in space, high over the moon. Transmitting data. Wenn wir nämlich jetzt schon high over the moon sind, dann sage ich mal, Colonel, guck doch mal draußen. Da haben wir nämlich auch schon wieder Science. Die können wir natürlich nicht transmitieren, genau, weil auf so einem scheiß Rucksack und so nichts dran ist. VR Report. Keep. Star. Da haben wir nämlich hier keinen. Das könnten wir noch einen machen, aber der sagt uns eh nur dasselbe. So, dann gehen wir rein. Und er beträgt eh alles hier. So, dann. Und jetzt seht ihr, jetzt können wir, damit ich euch das mal zeigen kann, wenn wir nämlich jetzt nochmal einen EVA-Report machen, seht ihr, dass wir nicht keinen Science mehr dadurch kriegen. Dann gehen wir rein. Crew-Report ist auch 0. Jetzt gucken wir schon mal, was das macht. 75, 15 würden wir kriegen. Reset, da gucken wir erstmal, wir kommen nochmal. High over Moon. Deswegen,
Warpen wir jetzt erstmal mit 100% Speed. Muss mal wissen, weil ich mich vergessen, wo das hin ist. Ist wohl noch ein bisschen buggy. Da sehen wir den Mund mit seinen schönen Texturen. Da wollen wir auch nochmal hin in den Krater hier. Gern würde ich da jetzt landen. So, machen wir mal zurück und gucken mal, ob wir immer noch hier High over the Moon sind. Space High over the Moon. Brauchen wir die anderen gar nicht weiter gucken, sind nämlich dann genau dieselben. Oh, wir werden jetzt an der Nachtseite des Monds vorbeifliegen. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt schon low in Space near the Moon. Nochmal 15 Science übertragen. So, EVA. Natürlich haben wir hier jetzt einen neuen. Genau, Keep Data. Und wir gehen wieder rein. Gucken uns die Daten an. Ist komplett alles übertragen. 24 Science, ab zur Erde damit. Und das ist jetzt sowas, was mir eigentlich nicht gefällt, wofür ich eigentlich den Mod haben will, Remote Tech, weil wir sehen hier weder unser Space Center, noch haben wir eine direkte Sichtverbindung, also können wir niemals übertragen. Wir können nicht durch zwei Planeten durch übertragen oder hätten wir dann hier einen Satelliten, hätte ich hier Keep gemacht, wir sind weitergeflogen, hätten hier dann zu dem Satelliten und dann zum Space Center übertragen und dafür habe ich Remote Techs, aber leider, wie gesagt, noch nicht geupdatet. So, und jetzt gucken wir mal in das Bay. Space Near. Also wir kriegen nur, wie gesagt, wirklich nur 75 Science. Aber ich will das nicht übertragen, denn damit hätten wir 15. Und das ist es mir nicht wert. Ich mache jetzt hier nochmal Reset-Experiment und warte, bis wir wirklich am tiefsten Punkt sind. So, hier machen wir jetzt Stopp. Jetzt können wir mal gucken, ob das bis zum Boden reicht. Die Lampen mal so gut werden die wahrscheinlich doch nicht sein. 16 Kilometer leuchten nicht. Nee, natürlich nicht. Schon gut, schade, dass wir jetzt an der Nachtseite vorbeifliegen, aber macht nichts, macht nichts. Ich gucke jetzt nochmal bei der 3 rein. 75 Science, Keep Data, die nehmen wir auf jeden Fall mit zurück zur Erde. Beschleunigen wir aus dem Schatten raus. Licht der Sonne. So, ich stelle uns mal wieder ein bisschen auf. Unsere Solarpaneele mal wieder ein bisschen Energy bringen hier. So. Traumhafte Aussichten. Gucken auch nochmal, wie ist es denn für ihn hier? Oh, er sieht gerade gar nichts. Das geht aber so nicht. Wir wollen ihm nochmal eine letzte Sicht. Da auf den Mund. Da siehst du die Oberfläche vom Mond als erster Kerman. So, aber die Segel.